Nach Chris Pratt, Anna Faris mit neuem Freund in Venedig. Ist es jetzt die große Liebe? Im August schockten Anna Faris, 40, und ihr Ehemann Chris Pratt, 38, Millionen von Fans mit der Nachricht, dass sie sich nach 10 gemeinsamen Jahren, davon 8 Jahre verheiratet, scheiden lassen. Die beiden sollen lange versucht haben, ihre Beziehung zu retten, bevor sie sich letztendlich dazu entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. Nun ist wieder glücklich verliebt, derzeit ist sie mit ihrem neuen Freund, 47, in Venedig. Zahlreiche Fotos belegen, wie vertraut der Kameramann und die Schauspielerin sind. Bei einer Bootstour legte liebevoll den Arm um seine neue Freundin, während die beiden Erinnerungsfotos schossen. Dabei sah ihn immer wieder verliebt lächelnd an. Später spazierten sie händchenhaltend durch das nächtliche Venedig. Es ist nicht das erste romantische Date der zwei Turteltauben. Vor kurzem wurden sie beim gemeinsamen Mittagessen in Seattle gesichtet. Auch damals wirkten sie sehr innig und tauschten Zärtlichkeiten aus. Ex-Mann wurden zwar Beziehungen nachgesagt, sogar noch während seiner Ehe mit der Mom-Darstellerin, doch bislang hat er sich zu keiner neuen Frau bekannt. Stattdessen gönnte sich der Jurassic World-Star eine Social-Media-Pause und verbringt Zeit mit seinem Sohn Jack Pratt, 5.